Hallo, Glück auf und herzlich willkommen. Ups, hab ich dich erschrocken? Geht los. Hallo. Zu diesem Video, Fazitvideo. Spanien, unsere kleine Mini-Auswanderung. Oder nee, Überwinterung. So Überwinterung, sagt man. Ja. Ja, wir haben euch ja versprochen, wir machen noch ein Fazitvideo. Bevor wir jetzt aber wirklich zu den Kleinkaräten hier kommen, was Schützelkin hier alles notiert hat unterwegs und was uns alle so einfiel. Statistiken. Statistiken. Schnöde Statistiken. Für Nerds. Nee, bevor wir dazu kommen, habe ich noch zwei, drei Dinge. Ich habe mir hier mal ein paar Notizen gemacht tatsächlich, damit ich hier auch nichts vergesse. Aber was ich auf jeden Fall nie vergessen werde, ist, ihr seid der Hammer. Ja. Ihr habt uns dermaßen unterstützt auf unserer Reise. Nicht nur auf unserer Reise, davor schon und jetzt danach auch, gar keine Frage. Aber während der Reise, Kommentare, Daumen rauf, auch mal Daumen runter, alles gut. E-Mails, Feedback, Unterstützung. Also wir hatten nie das Gefühl, dass wir alleine reisen, oder? Nein. Ihr wart alle mit dabei. Ja, nicht alle, wir haben nur 3,5 Tonnen. Aber Hammer, absolut. Ja. Also absoluter Hammer. Dafür auf jeden Fall schon mal ein großes Lob an euch, Daumen hoch an euch und ja, von ganzem Herzen wirklich ein Dankeschön. Hat super viel Spaß gemacht. Hat super viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe mal, dass es dann auch so weitergeht oder wir, ne? Ja. Was wir oder wo ich auch schier erschrocken war, die Abonnentenzahl. Wir hatten eine Zeit, das ging steil durch die Decke. Also, hat schon an Fehler gedacht. Auch, ja. Ist doch irgendwas falsch. Ich hätte echt gedacht, YouTube hat da einen falschen Algorithmus reingehauen. Egal, die sind immer noch da. Dafür auch ein herzliches Dankeschön an die, ja, ich sag mal, alten Abonnenten, die, ja, die schon da waren. Aber auch definitiv an die neuen Abonnenten. Ja. Und bei der Gelegenheit vielleicht auch mal einen Gruß an die neuen. An die neuen, das hört sich an. Ja, mit wem habt ihr das eigentlich zu tun hier? Ja, Christine. Und ich bin der Mike. So, und ja. Zusammen sind wir eigentlich Lucky Camper und ja, wir machen so ein bisschen mit Wohnwagen angefangen und jetzt mit Wohnmobil. Ja. Und ja, wir heißen euch herzlich willkommen. Ja? Würde ich mal sagen, Glück auf. Genau, schreibt bitte, wenn ihr Fragen habt, an die E-Mail-Adresse hier unten. Ich blende die mal ein. Und dann werden wir ja ein bisschen sammeln, ein Q&A machen, ein Q&A. Und ja, vielleicht habe ich mir vorhin so spontan überlegt, machen wir das Q&A live, wenn ich die Technik hinkriege. Wir schauen mal. Ansonsten gibt es ein stinknormales Video, blödes Video. Mhm. Okay. So, erstmal ein Käffchen. Käffchen ist immer gut. Ja. Ach so, eins noch. Ich hatte, das habe ich mir auch notiert hier, ich habe ein Do-It-Yourself-Video, diese kleine Inspektion am 13.04. hochgeladen. Und danke an alle Kommentargeber, die mir schnell die Unterstützung haben zukommen lassen, weil der Ton war irgendwie kacke. Hä? Also, ich habe... War nicht wirklich vorhanden. Nee, ganz leise. Und teilweise wohl bei einigen auch gar nicht. Und ich habe das nicht wirklich mitgekriegt, weil auf YouTube gibt es da mehrere Möglichkeiten, den Film nochmal anzugucken für den Creator. Und ich habe da immer auf der falschen Seite. Dauert jetzt zu lange. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ich musste den ganzen Film nicht nur neu hochladen, sondern auch rendern. Gut. Läuft jetzt ja wieder. Also für alle die, die schon da reingeguckt haben, gesagt haben, boah, der ist kacke, können gerne nochmal reingucken. Ich verlinke euch den hier auch oben nochmal. Und dann alles gut. Der läuft jetzt wieder. So, jetzt kommen wir zum Nerdigen. Oder? Ja, also, ich bin bereit. Das ist schön. Zahlen, Daten, Fakten. Und ganz zum Schluss gebe ich nochmal, oder wir antworten auf die meistgestellten Fragen während unserer Reise. Die habe ich mir auch notiert. Wow, okay. Gut, Schätzelken. Ja, womit fangen wir an? Hau weg.
Hau weg. Zahlen, Daten, Fakten. Wie war Spanien? Zahlen, Daten, Spanien war, also ich war ja erst ein bisschen, ja, skeptisch, so diese lange Tour und ob das alles funktioniert. Ich meine, wir waren, in Deutschland weiß man, es funktioniert, ne? So, das ist ja nichts so. So, jetzt waren wir in Dänemark, das hat ja auch wunderbar funktioniert, nur irgendwie bin ich bei so, also südlichen nicht Ländern jetzt, immer so ein bisschen. Letztes Jahr so, und ich bin immer so ein bisschen skeptisch erst, ne, dass es zu anstrengend wird oder ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall war ich erst ein bisschen skeptisch. Muss alles revidieren, es war super schön, hab sofort gesagt, also nächstes Jahr möchte ich das gerne nochmal machen, vielleicht ohne Unwetter, wäre schon schön. Ja, gut, kannst du nichts aber machen. So. Also ich würde Spanien auch nochmal wieder machen, jederzeit, ja, ja, keine Frage. Ja, definitiv. Hat mir fast alles sehr gut gefallen. Ja. Und ja, Empfehlung. Definitiv eine Empfehlung. Alles gut. So. Wir waren ja, also wie viele Kilometer weggefahren sind, weiß ich nicht. Das weißt du. Ja, wir sind ungefähr 6.500 Kilometer gefahren und haben im Schnitt 11 Liter verbraucht. So, 11.0 tatsächlich. 1, 2, 3, 16, 17, 18 Stationen ungefähr hatten wir, wenn ich jetzt keinen ausgelassen habe. Bei 24 Tagen? Ja, wir waren ja auch zwei Tage. Ne? Wir waren ja auch mal schon mal länger. Ne? Also wir haben die ersten Tage haben wir so durchgezogen, wirklich gefahren, übernachtet, weitergefahren, bis wir dann in Spanien waren. Und von da aus haben wir das eigentlich fast immer gemacht, dass wir halt zwei Tage an einem Platz waren. Wir haben mit der AxiCard die meisten Campingplätze, ja fast alle waren das, bis auf einen oder so. Ich habe nichts bezahlt. Ich habe Christine geschickt. Ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die AxiCard funktioniert. Ich habe sie noch niemals in der Hand gehabt. Ja, man legt sie vor und gut ist. Und dann dementsprechend rechnen sie ab. Also es ist einfach ja, okay. Ganz also, einfach, ne? Also, was hat der ganze Spaß jetzt gekostet? Der ganze Spaß hat gekostet. Also wir waren im Januar vom 13. bis 5.2.2020 haben wir die Tour gemacht. Mhm. Waren 24 Tage, ne? Okay. Ja. Möglich. Steht. Gut. Ja. So, wir haben 416,78 Euro insgesamt an Stellplatz- und Campingplatzkosten. Gebühren. Ausgegeben. Mit Wasser, Strom, also alles dann inklusive, ne? Bei manchen war es extra, musste man, also wir waren ja in Frankreich noch auf den Stellplätzen und dann nachher Spanien die Campingplätze. Ja, Burg und Brest war ja umsonst, ne? Ja, es waren teilweise umsonst. Und ne? Der in Luxemburg. Luxemburg. Ja, genau. War auch umsonst. So, getankt haben wir insgesamt. War der höchste Posten von allen. Der Tanken. 685,61 Euro. Wobei der teuerste Sprit war in Frankreich. In Spanien hielt sich das die Grenze, die Waage mit dem zu Deutschland eigentlich. Ja, das war so ziemlich gleich. In Spanien war teilweise günstiger. So, wir sind ja aber auch Maut gefahren. Meistens mautfrei. Also wir sind meistens auf dem Hinweg mautfrei gefahren. Auf dem Rückweg durch Frankreich haben wir gesagt, fahren wir jetzt Autobahn, damit wir da schneller durchkommen. Nicht wieder da diese Bergserpentinen, die zwar sehr schön waren, aber auch sehr anstrengend und zeitaufwendig. Wir haben insgesamt in Frankreich 84,40 an Maut und in Spanien 22,95 an Maut bezahlt. Lebensmittel. Wir hatten ja einiges an, also diesmal nicht so viel an Lebensmitteln mit wie sonst die Jahre, immer wenn wir mit Wohnwagen waren, bezüglich Gewicht. 318,89 €, wobei wir nicht oft essen gegangen waren. Ne? Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die viel essen gehen, weil das ist dann immer so ein bisschen problematisch mit der Scully. War aber jetzt in dem Fall auch Januar, da hat er auch nicht alles auf. Ja. Und auch wenn in den Videos, oder ich glaube der Achim oder wie er hieß, Entschuldigung, wenn es nicht stimmen sollte, der Meinung war oder sind einige, dass wir permanent am Essen sind.
Oder auch öfters essen gehen, weil wir, kocht ihr nie und so? Geht ihr immer essen? Nee. Nö, wir zeigen aber auch nicht alles. Aber nur mal am Rande. Also wir sind in den 24 Tagen 3-4 Mal vielleicht essen gegangen. Ja. Oder haben uns was geholt. Also mal ein Kaffee con Leche und sowas, ja. Na klar, mal so ein Stückchen Kuchen oder sowas, ne, in diese Richtung. Aber zu schnuckern ist immer lecker. Jetzt aber hat er auch nicht essen? Alles auf, ne? Wie gesagt. Also das war dann relativ schwierig, dann auch vielleicht da ein Restaurant zu finden, ne? Genau. So, dann haben wir noch Sonstiges. Sonstiges ist meine Dusseligkeit. Stromkabel unter anderem. Die Bahnfahrt nach Barcelona. Dann nochmal der Adapter, das Adapterkabel. Weil, naja, das kommen wir später nochmal zu. Und ja, nochmal Waschmaschine, Trockner, weil ich zwischendurch einmal gewaschen habe. Und das sind also alles in allem 69,85 Euro. Also insgesamt haben wir Ausgaben gehabt in den 24 Tagen von 1625 Euro ungefähr. So, bist du Bescheid? Ja. Waren fast 4 Wochen. Mhm. Kannst du eigentlich nie meckern. Nee. Vom Sprit hätten wir sogar noch ein bisschen was sparen können, wenn ich nicht immer mautfrei. Also gut, ich weiß jetzt nicht, was die Maut kostet, aber wenn ich da die Berge hätte sein lassen, da hat er schon ordentlich. Uns aber einiges entgangen. Rein optisch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Sonst noch was? Das war jetzt für mich erstmal meine Statistik. Wenn dazu noch Fragen sind, einfach mal fragen. So, kommen wir mal zu den meistgestellten Fragen, die unter den Kommentaren waren oder auch in E-Mails, die wir bekommen haben. Da hat jemand, also ich lasse die Namen jetzt mal weg. Hallo, mich würde mal interessieren, wann ihr mit der Problematik Corona konfrontiert wurdet. So, Corona ist ja, glaube ich, jetzt mittlerweile in aller Munde. Bei der Gelegenheit hoffen wir natürlich, dass ihr gesund seid und bleibt. Und wenn es euch erwischt habt, dass ihr schnell wieder gesundet, rückstandslos, so dass wir uns alle mal wieder schön auf den Straßen treffen können. Mit Corona sind wir, während wir in Spanien waren, überhaupt nicht konfrontiert worden. Nein, weil das da erst in den Anfängen war. Da war es, ja, ich glaube, da war es ja noch nicht wirklich spruchreif. Hat kein Mensch was von gewusst, wir auch nicht. Ja, so. Wir haben es gehört, es war damals Ehrlich? Noch in China gewesen. Ja, gut. Ne? Aber es war damals noch in China. Also wir waren ja China im, ist weit weg. Wir waren ja im Januar. Ne? Im Januar, Anfang Februar sind wir ja wieder nach Hause gefahren. Also von daher hat uns das eigentlich überhaupt nicht betroffen. Das kann jetzt sein, dass die Fragen, da waren ein paar davon in der so ähnlich, die Videos, da hinken wir ein bisschen hinterher. Ja, habt ihr gemerkt, wir haben jetzt 13 Teile, das ist jetzt glaube ich der 14. Teil und jetzt ist Schluss. So viele Teile hatten wir noch nie gemacht. Wir waren aber auch nie so lange unterwegs. Ja. Fakt ist aber, dass die Filme deutlich später kamen. Entschuldigung. Also, mit Corona hatten wir in Spanien nichts zu tun. Campingplatz anstatt Stellplatz oder freistehen. Da ging es letztendlich immer wieder darum, warum wir uns auf Campingplätze stellen und nicht auf Stellplätze sind oder freistehen, weil die Kosten werden ja sowieso deutlich günstiger und. Das ist nur bedingt richtig von den Preisen her. Wir haben geguckt. Also, da waren einige Stellplätze, die waren nicht wesentlich günstiger. Ja. Und was Christine gerade schon sagte, Sicherheit. Wir waren uns da extrem unsicher, tatsächlich, sieht man mir nicht an. Ich bin aber manchmal auch der Sicherheitsfanatiker. Und man hört immer und... Ja, vor allem zumal direkt bevor wir gefahren sind, ne? Da haben wir noch einen Bericht gesehen von jemandem, die waren in Spanien auf dem Stellplatz, wo dann in den Wagen eingebrochen wurde. Und da hatten wir echt keinen Bock drauf. Und dann haben wir gesagt, okay, nein, wir haben jetzt auch die AXI-Card deswegen extra uns besorgt. Also hat wirklich diese Gründe, nicht weil es nicht so schön war. In Frankreich standen wir ja auch auf Stellplatz, Bourg-en-Bresse und so. Das war auch alles okay. In Frankreich ist es mit Sicherheit auch nicht deutlich besser, glaube ich sogar, wenn man das so hört. Aber ich höre es einfach nur und ich hatte jetzt beim ersten Mal absolut keine Lust, nach einer Woche mit aufgebrochenen Karre oder Schlimmeres, wieder nach Hause zu rollen irgendwie oder nach Hause mit dem Zug oder was weiß ich. Da habe ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Soll nicht heißen, dass alle Campingplätze super
sicher sind, keine Ahnung. Man fühlt sich da aber sicherer. Deswegen haben wir gesagt, wir stellen uns auf den Campingplatz und nicht auf den Stellplatz. Wäre eine Alternative geworden, hätten wir nichts mehr gefunden. Teilweise hatten wir die Probleme. Dann hätte ich es auch getan, ja. Schließlich haben wir ja auch unseren bissigen Wachhund dabei. die hilft dann noch mit, die Klamotten rauszutragen. Aber zumal ja auch, sag ich mal, die Stellplätze, die wir gesehen haben, die waren auch nicht wirklich schön. Also wenn ich da sage, ich will jetzt da 2 Tage, bin ich denn jetzt auf dem Stellplatz, dann... Aber auch freistehen oder sowas. Also es ist auch nicht immer unbedingt erlaubt, freistehen, ne? Also das wird nicht. Das kommt dann also gerade in Spanien, ne? Also freistehen steht tatsächlich unter einer hohen Geldbuße. Ja. Und da sollte man schon ein bisschen mit Auge machen. Auch wenn es vielleicht im Januar besser oder eher geduldet wird, keine Ahnung. Aber ja, wir hatten da keine Lust drauf. So, wir wollten in Ruhe Urlaub machen und alles schön. Die Preise von unseren Campingplätzen. Es kann sein, dass ich da ein paar vergessen habe. Wir sagen jetzt aber nochmal ganz kurz, alle, ich glaube alle, ausnahmslos, haben 20 Euro gekostet mit der AXI-Card. Außer der in bei Barcelona, der, weil der keine AXI-Card akzeptiert hat. Genau. So, der in Villa Joyosa Camping Imperium, der hätte nur 18 Euro gekostet, da aber kein AXI-Card-Stellplatz mehr frei war und wir einen anderen nehmen mussten, mussten wir zusätzlich 1,60 Euro pro Nacht noch zusätzlich zahlen. Also, ne, der hätte sonst auch 18 Euro gekostet. Also roundabout 20 Euro im Schnitt. Ja, im Schnitt 20 Euro, das stimmt. Und da kannst du mal nicht meckern. Nö. So, du hast bei der AXI-Card ja immer... Ich glaube, 2 Personen, das Fahrzeug, 4 4 Kilowattstunden Strom und Wasser inklusive. Amettler, der war auch nur 18 Euro. Ja, auf 2 Euro komm. Aber so um den Dreh, ne? Also, verzeiht mir bitte, mir, nicht dir, mir, ich habe ja die Videos gemacht, geschnitten, wenn dann nicht immer was drunter stand. Also, 20 Euro. Der ein oder andere hatte ein Problem tatsächlich mit unserem Ton. Es ist, wie es ist. Was soll ich sagen? Ich bin auf der Suche, beziehungsweise ich spare gerade für eine neue Kamera und auch ein neues Tonsystem. Aber das kostet natürlich auch alles Geld. Ja. So. Und ja, wir haben jetzt diese C-Krise und jetzt kann man auch nicht mehr mal eben schnell Geld verdienen gehen. Also ich arbeite dran. Wenn es Windgeräusche waren, manchmal habe ich mich selber geärgert, vieles habe ich auch schon rausgeschnitten, das war nicht so dolle. Aber da, wo wir auch das Lavalier-Mikrofon genommen haben, selbst da kamen dann irgendwelche... Gut. Ich arbeite dran. Punkt. Fahrräder. Warum nehmt ihr denn keine Fahrräder mit? Warum laufen wir immer? Ja. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Das hat den Grund, der Hund. Der Grund hat 4 Beine, Fell und eine kalte Schnauze. Genau, so, sie ist ja nun mal nicht mehr ganz so jung. Sie ist im besten Alter, aber wir wollten sie auch nicht überfordern. Na, also ich mache mit der Scully keine 20 Kilometer mehr am Fahrrad. Nein. Das haben wir früher mal gemacht, das ging auch alles super gut, hat sie auch sehr gerne gemacht. Ich habe aber keine Lust darauf, dass sie mir da wegknickt. Also ich empfinde das als Quälerei. Jetzt oder seit geraumer Zeit, sie hat ihr Alter, auch wenn sie nicht so aussieht und noch flink unterwegs ist, aber Ausdauer, weiß ich nicht. Bei warmem Wetter noch schlimmer, da steckt ja so ein bisschen Husky drin. Also, sonst hätten wir gerne die Fahrräder auch mitgenommen, mit Sicherheit. Ja, also wobei, ich sag mal, so, die Spaziergänge waren ja schön. Manchmal, also manchmal hätte man ein Fahrrad gebrauchen können. Also in Dänemark mehr als jetzt in Spanien. Ja. Aber das ist halt der Grund. Aber, ja. Wir sind aber auch relativ gut zu Fuß. Und man kann auch schön was erkennen. So, Hunde. Oder unser Hund. Im Allgemeinen und im Einzelnen war die Frage Hunde und Barcelona. Das geht sehr gut. Ja. Ich hätte es nicht gedacht. Wir haben auch echt überlegt, aber das ging wirklich super. Ja. Also der,
Vorausgesetzt natürlich, der Hund fährt gerne mal mit der Lok, also Zug oder Bahn oder Bus, ja. So, das muss natürlich funktionieren. Aber in der Stadt selber, da war ja auch im Januar ganz schöner Trubel. Da war viel los, ja. Da ist die super mitgelaufen. Es gibt da viele Grünzonen mitten in Barcelona, wo der Hund sich erleichtern kann. Das ist auch dafür vorgesehen. Naja, so viele gab es nicht. Es war eine Straße. Also, doch, doch. Ja, also ich sag mal, da gehen wir nach Dortmund rein. Findest du gar nichts. So, es waren aber auch viele Hunde, also ich sag mal, Spanier da mit Hunden unterwegs. Ne? Ja. Also das war. Aber auch, und alle auch super freundlich zu dem Hund. Ne? Ja. Also das war. Also Hund funktioniert in Barcelona gut, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach. Ja, generell fand ich jetzt so in Spanien, ne? Also es war kein Thema auf den Campingplätzen. Auf dem einen haben wir sogar am Anfang dann eine Rolle Hundetüten gekriegt, sofort, ne, wo es dann hieß, ja, mit Hund, ne? Wupp, gab's für den Hund dann eine Rolle Hundetüten. Fand ich auch super. Mal könnten sie öfter mal machen, so bei den Campingplätzen, glaube ich. So, ansonsten, nein, war einziger halt, was in, ja, halt eben, dass man den Hund nicht mit ins Restaurant nehmen kann. Ja, da hatten wir ja auch im Video mal so einen Fall gehabt. Ne? Am Anfang hat er gesagt, ja klar, wäre kein Problem, oder der hat uns missverstanden, und dann kommst du abends mit dem Hund rein und sagt, aber mit Hund ist nicht. Ich meine, okay, Hund, Restaurant ist ja sowieso immer so eine Sache, ne? Aber ich meine, also wir hatten in Dänemark, ich meine, da waren wir ja auch nicht oft essen, ne? Aber da durften wir den, glaube ich, über meinen Backfisch da nicht gekriegt. Ja, und die Zimtschnecken. Dänemark weiß ich jetzt auch nicht so genau. Kroatien geht das immer. Wollte ich gerade sagen, in Kroatien, da war das nie ein Thema, dass man da mit dem Hund, klar, immer gefragt vorher, ne, aber das war eigentlich nie ein Thema. Passend zum Hund kam mir auch noch mal eine Frage: Wie schützt ihr euch eigentlich gegen Diebstahl? Wir haben einen Hund. Aber wenn wir unterwegs sind, ist der Hund bei uns, also können wir uns so eigentlich gar nicht schützen. Es gibt diverse Vorrichtungen, die wir uns überlegt haben, die wir machen. Und also mal eben schnell geht es bei uns auch nicht rein. Und ja, sollte reichen erstmal. Ne? Ja. Da muss halt jeder selber für sich klar machen, wie er es macht. Wir haben die ganzen Wertgegenstände in der Regel mit, weil wir sind ja arm. Sagen. Wir haben ja nichts. Außerdem haben wir nichts. Erstens haben wir nichts und so, sag ich mal, so Geldpässe und das so weiter. Das Wertvollste dann sowieso alles ist mit. Der Hund, und dann kommst du schon direkt du. Nein, das Wertvollste habe ich dabei, und die paar Graupen im Portemonnaie, die habe ich auch mal mit. Also, wir haben da nichts drin. Weiß man aber nicht. Wenn einer rein will, kommt er sowieso rein. Ja. Also bis jetzt war aber noch nie was. Maut. Maut stellen. Also mit Maut kenne ich mich nie wirklich gut aus. Das habt ihr auch mitgekriegt, ne? Und ja, hier wird auch geschrieben, schnall dich vorher ab. Ja, alles. So, einen harten Cut. Speicherkarte war voll. Wo waren wir stehen geblieben? Maut. Genau. Mit der Maut kenne ich mich ja nicht so doll aus. Genau, das war für uns auch das. Aber dank das zweite Mal. Eurer Unterstützung wurde mir dann auch unterwegs mitgeteilt, dass diverse Straßen AP7 und so teilweise von bis in Spanien, mautfrei sind. Da haben wir dann auch selber festgestellt. Also warum wir nicht mit der Karte bezahlen oder bar oder mit diesem Mautsystem. Also das Mautsystem, das lohnt sich für uns überhaupt nicht. Finde ich jetzt. Nein. Und mit der Karte habe ich nicht gezahlt, weil ich weiß es nicht. Ja, ich sag mal so, man kommt da an diese Mautstation, es steht da alles auf Spanisch, Französisch oder sonstiges. Wir sind nun mal jetzt keine Sprachengenies, ne? So, dann ich fängt nicht ja schon wieder. Dann an, es fängt ja schon an, welchen muss man jetzt nehmen? Oben die Zeichen und alles, ne? Obwohl das ging ja Von daher, dann fahren wir rein und dann bezahlen wir halt den Bar, dann haben wir schöne lustige Momente dazwischen, ist auch mal schön, ne? Ein, zwei Rippen gebrochen. Das gehört dazu, finde ich, und und mit dem Navi. Navi war relativ oft Thema, warum wir kein Navi haben für ein Wohnmobil,
auch das ist eigentlich relativ simpel. Die sind mir einfach zu teuer, ehrlich gesagt. Und das, was ich von den Navis kenne, wo man Höhe, Breite, Tiefe, Geschwindigkeit einstellen kann, auch da wird sich's öfters verfahren. Also so richtig funzen tut halt wohl anscheinend also auch nicht. Das hat aber eigentlich mit dem Navi ganz gut funktioniert, genau. Fand ich. Jetzt, wir hatten das Navi hier, also Here We Go. Und das habe ich auch genutzt, weil, aus einem ganz bestimmten Grund, dass die Daten konnte ich offline laden oder offline navigieren. Das heißt, dann hatten wir kein Problem mit dem Speicher, mit dem Datenverbrauch. Hat sehr gut funktioniert. Also ja. Ganz ehrlich, klar, war mal die eine Straße dabei mit den Überhang da und ein bisschen enger. So ein bisschen, ist doch auch mal, das gehört doch dazu, oder nicht? Ne? Das ist doch. Auch da war ein netter Kommentar drunter, also irgendwie ein LKW-Spruch, ja, überall, wo mein LKW noch durchkommt, kommt so ein Wohnmobil allemal durch. Wir haben so einen ähnlichen Spruch auch. Wenn solange der Bus noch fährt, kommen wir da auch durch. Genau, das war unser vom Winter noch unser Spruch. Solange der Bus fährt, ist alles passt gut. Das. Und wenn die Spiegel passen, passt der ganze Wohnmobil. Na klar, also grundsätzlich als Wohnmobilfahrer solltest du auch ein bisschen fahren können, gar keine Frage. Und immer sechsspurige Straße in der Stadt hast du nicht. Ne? Also ich würde es auch nach wie vor so weitermachen, ja. Ganz ehrlich. Ja. Und im Zweifel, also ich navigiere übrigens sehr gerne mit Google Maps. Ja. Und die sind total genau eigentlich, also was ich so finde. Ja, und ich habe kein festes, starres System. Nein, weil wenn wir damit nicht weiterkamen mit dem Navi, dann habe ich navigiert mit Google Maps und das hat eigentlich gut funktioniert. Und war so selten. Haben wir auch sehr schöne Ecken kennengelernt. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Ne? Schöne Straßen. Also das war. Nö, würde ich jederzeit. Ja. Und dieses Whip and Go oder so, dieses Zahlsystem, das lohnt sich nicht. Für einen Haken. Für drei Wochen mal im Winter ist. Nein. So, Reservierung habe ich noch. Reservierung, ja. Also, es haben ja im Winter nicht alle Campingplätze in Spanien offen. Also das fängt ja erst ab im Norden ab. Den ersten, den wir genommen hatten, war ja Les Tati in Spanien, Les Medes, der Campingplatz, weil der erste, der im Norden auf hatte. Da war das noch kein Problem mit den Reservierungen. Das fing erst dann an südlich von ab Barcelona, weil da wurde das dann schon ein bisschen kritischer, ne? Also da sind wir, den einen Tag mussten wir, glaube ich, 4 oder 5 Campingplätze dann anfahren, bis wir dann endlich mal einen gefunden hatten, der dann noch einen freien Platz hatten. Und ab da haben wir dann immer telefoniert im Vorfeld. Ne? Hier bei dem Buch von der Axicard, da stehen bei den Campingplätzen, weil wir uns daran orientiert haben, an den Axicard-Plätzen, steht die Telefonnummer drauf, telefoniert. Vorteilhaft, wenn man Englisch kann oder Spanisch kann, ne? Oder zumindest Englisch, ne? Da kann man meistens weiter. Man, der eine oder andere hat vielleicht mal Deutsch gesprochen, aber ansonsten und dann hat das funktioniert. Dann habe ich nachgefragt und ja, ist frei. Und den einen mussten wir im Vorfeld schon mal per Kreditkarte eine Anzahlung machen. Die anderen haben dann den Platz reserviert und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also unterm Strich reservieren. Ja. Auch im Januar oder gerade im Januar wahrscheinlich, wenn die ganzen älteren Rentner, sei es ihnen auch gegönnt, gar keine Frage, dann da einfahren, ja. Dann ist rappevoll. Und je weiter nach Süden, desto schlimmer wird's. Ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, reserviert, weil das Zeug hält, wenn ihr natürlich oder funktioniert nur dann, wenn ich weiß, wo ich morgen auch bin. Ne? Aber viele machen es ja wirklich so, die überwintern dann da unten für Monate. Ansonsten musst du zusehen, wo du bleibst. So einfach ist das. Ja. Ja. Also je weiter du nach unten kommst, desto mehr Auswahl hast du auch. Höher im Norden oder im Nordwesten kann es schon mal sein, dass du dann so dich ein bisschen doof anguckst und sagst, ui, jetzt müssen wir mal gucken, ne? So. Ja. Wir nutzen gerne die Apps, also Park4Night, Promobil. Und auch jetzt hier von der Axi-Card, da kriegst du ja, hast ja auch so eine App. Also da kannst du auf jeden Fall ein bisschen was finden. So. Ja. Strom.
Ich war ein bisschen überrascht. Nicht, dass ich so dusselig war und habe mal unser Kabel vergessen, unser CE-Kabel. Aber das war ja schon fast klar. Aber mal eben schnell ein Kabel kaufen? Nö, nicht so wirklich. Ich habe da mitgekriegt, nee, da habe ich auch so ein Video gemacht. Das war nicht so einfach. So, und also schlussendlich hatten wir eins, aber wir hatten dann auch natürlich den Adapter, den habe ich mitgehabt und dann ganz normal CEE auf Kupplung, also auf Schuko. Was ist das dann, wenn der reingeht, ist Mama-Seite, ne? Auf jeden Fall passt das auch nicht. Nein, passt das nicht, weil wir brauchen einen Schuko, der, wo die beiden Pinne rauskommt. Und da war ich ein bisschen erschrocken. Die haben teilweise stinknormale Schuko-Steckdosen an den Säulen. Oder auch relativ größtenteils, oft. Größtenteils. Ja, ja, 3-4 Mal haben wir gebraucht. Ne? Mhm. So, also da ist auf jeden Fall nochmal dran zu denken, bitte, dass ihr so einen Schuko-Adapter habt. So. Was haben wir noch? Wasser. Ach, geht das. Ja, Wasser ist da. Also wir hatten ja für den Hund sowieso immer diese großen Kanister geholt, weil ja der es besser verträgt als dieses leicht geklorte. Wobei ich finde, fand es nicht mehr so schlimm wie früher mal. Nee, war. Ne? Also wenn ich damals mal, ich war ja nicht oft in Spanien, aber da kann ich mich nur entsinnen, dass da so dieses Wasser immer sehr geklort war. War früher schlimmer. Und das war jetzt nicht so der Fall. Man sollte nur halt darauf achten, dass man wirklich da Wasser den Tank, wo es geht, Tank voll macht, wo es geht, auch wenn man vielleicht nicht mehr nicht viel braucht, weil wir haben die Erfahrung gemacht, durch dieses Unwetter haben ist besser als brauchen. Genau, da waren wir dann einmal ganz zum Schluss halt auf dem Rückweg. Ein bisschen in die Bedrohle, hat noch so gerade eben noch funktioniert, aber das war schon sehr knapp dann mit dem Wasser, ne? Ja, war auf dem letzten Platz haben wir kein Wasser tanken können. Hättest du wahrscheinlich auch mit der Gießkanne irgendwo, aber eben jetzt nicht am Platz und so, ne? Genau. So, wir haben jetzt noch, Axi hat man schon gesagt. Gas habe ich hier noch stehen. Gas. Boah. Gas. Das leidige Thema Gas. Wir hatten ja vorher so ein bisschen Panik gehabt, wie kommen wir mit unseren Gasflaschen hin, weil wir da jetzt nicht so die Erfahrung hatten, was brauchen wir an Gas. Also viele wissen es ja, du bekommst in Spanien ganz schlecht, es soll Ausnahmen geben, dass du die deutschen grauen Flaschen tauschen kannst. So. Und dann müsstest du von Cespa oder Repsol oder die beiden großen gibt's da, dann müsstest du da so einen Mietvertrag machen für eine rote Gaspulle, dann kannst du die tauschen, ist kein Problem. Also ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und habe dann gesagt, okay, dann lässt du dir da so eine wiederbeschwörbare einbauen für 1.300 €. Das war mir die Sache dann auch nicht wert. So, und ich wollte auf jeden Fall nicht ohne Gas dastehen. Wir haben 2 11 Kilo Gasflaschen an Bord. Dann habe ich einfach noch eine dritte gekauft, Alu. Und hab mir die hinten reingestellt. Ja, weil wir jetzt auch nicht wussten, wie viel Gas brauchen wir, ne? Ja. Wie kalt wird es nachts? Ich meine, wir wissen ja jetzt vom Winter her, wenn wir da gefahren sind, da braucht man immer so alle 3 Tage eine neue Gasflasche, ne? So, da waren wir aber halt im Schnee, ne? So ja, im und Sommer. Und in Deutschland, da kannst du mal so, eben tauschen. Genau, ne? So. Und im Sommer brauchst du nicht viel. Da sind wir immer mit einer Pulle, glaube ich, hingekommen, ne? So, brauchst du nichts. So, wir kochen jetzt nun mal halt auch viel zu Hause im Wohnmobil und dann noch halt die Dusche, warm Wasser. Aber wir sind hingekommen mit 1,5 Flaschen oder was, genau, ne? Also 1,5 Flaschen haben wir jetzt ungefähr gebraucht. Von 3 Flaschen, die wir hatten, haben wir 1,5 verballert. Und ja, wüsste ich Bescheid beim nächsten Mal. Obwohl, wenn teilweise haben wir die nachts gar nicht mehr angehabt, die unsere Heizung, weil das sehr warm war. Aber gut, so haben wir das dann geregelt mit der 3. Flasche, ja, die wir uns dann im Kofferraum gestellt haben. Internet. Teilweise super, teilweise gerade die Katastrophe. Ja. Ich habe da auch mal mehrfach drüber gesprochen. Es gibt auch verschiedene Karten, die ich mir hätte in Frankreich kaufen können oder diese Free. Habe ich alles nicht getan. Ich hatte vorher einen Tarifwechsel gemacht. Ich habe gewechselt oder bin jetzt dann bei der Telekom. Stream on und tritra trulala. Und
Da sind ja dann diese diversen Apps dann auch teilweise umsonst, soll aber dann nicht im Ausland funktionieren oder nur bedingt. So, bei der Telekom geht's im Ausland, definitiv, habe ich ausprobiert. Und ja, hatte dann versucht, über WLAN Filme hochzuladen und Videos hochzuladen. Geht natürlich überhaupt nicht. Ja, du kannst bei 500 MB, die frei sind oder was weiß ich, kannst du nicht 6 GB hochladen. Ist ja klar, passt nicht. So, teilweise haben sie aber gar nicht gesagt, da war einfach nur WLAN da. So, ich denke, okay, hau mal rein. Und funktioniert nicht, bricht immer wieder ab. Also Bullshit. So, und so ziemlich zum Schluss der Reise habe ich dann gesagt, ich habe jetzt noch ein bisschen Volumen frei auf der Karte. Ich versuche das jetzt mal einfach, dann haben wir halt 6 GB weniger. So, und jetzt kommt der Knaller. Ich habe das über die App hochgeladen, Videos. Der hat überhaupt nichts abgebucht, null. Als ob nichts gemacht wurde. Dann habe ich gleich noch eins hochgeladen. Auch nicht. Null. Also, Telekom, herzlichen Dank. Stream on. Hat sehr gut funktioniert dann. Jetzt weiß ich Bescheid. Ja, unsere, aus Erfahrung wird man klug. Unsere Lernkurve steigt steil nach oben. Ja, ja. Also, Internet in Spanien, es ist da, ist aber nicht so dolle. Auf den Stellplätzen weiß, oder Campingplätzen weiß ja jeder. Ja, wenn du 30 Meter vom Gebäude weg bist, wo das ausstrahlt oder wo die Antenne ist, dann ist Ende im Schacht. Ich habe auch so einen kleinen Huawei-Router, der noch ein bisschen mitverstärkt, habe ich alles ausprobiert. Never. Nee, also funktioniert nicht wirklich gut. Mal eben schnell was googeln, ja, das geht. Aber wenn ihr wirklich so ein Ding machst mit Videos hochladen, forget it. Restaurants, Öffnungszeiten haben wir gerade schon gesagt. Ja, wobei viele Restaurants abends erst um 19 Uhr aufmachen wieder, ne? Also das haben wir oder festgestellt, ne? So 19 oder 20 Uhr, ne? Dann hatten die geschlossen über Tag, wohl vielleicht über Mittags dann auf. Aber dann, immer, das war auch mit ein Grund, warum wir so selten essen waren, weil dann war uns dann 19, 20 Uhr zu spät, ne? Also, nö, das war. Also, es hat nicht alles offen. Und es hatte nicht alles offen, das kam dann auch noch dazu, ja. Ja, Wetter habe ich hier noch aufgeschrieben. Wir hatten Glück. Wir haben super Wetter gehabt. Wir haben auch Glück gehabt mit dem Unwetter. Wir haben immer an der Kante gekratzt. Ja, ja. Auch da herzlichen Dank an viele, viele, viele Abonnenten und wahrscheinlich vielleicht auch nicht Abonnenten, ich weiß es nicht. Man hat sich echt Sorgen um uns gemacht. Ich meine, wir hatten wirklich Glück bei dem Unwetter, dass wir da quasi zu dem Zeitpunkt, wo es so sehr schlimm war, an der Küste mehr im Landesinneren waren. Und danach erst zurückkam, wo wir dann gesehen, die Auswirkungen heftig des Unwetters gesehen haben und waren auch wirklich erschrocken, ne, was da war wohl abgegangen sein muss, ne, und war heftig. Ja, nee, also das hat, da war ich wirklich erschrocken, ne, und hab wirklich gedacht, boah, was ein Glück, dass wir da auf dem einen Campingplatz erst waren. Erst das Unwetter haben sie jetzt gehabt, jetzt haben sie scheiß Corona-Virus da unten. Also die sind gerade echt gebeutelt. Ne? Ja, ja. Also sobald alles wieder funktioniert, Jungs, fahrt nach Spanien. Ja, denen geht's, glaube ich, echt nicht gut. Ne? Nee, nee. Also. So, okay, tanken habe ich noch hier stehen. Ja, tanken müssen wir. Tanken kannst du an jeder Ecke, außer in den Bergen. Da muss man ein bisschen Glück haben. Wir hatten Glück. Anderes Thema. Ja, aber es war, man soll es ja nicht, das war so ein kleines Bergdörfchen, als wir durch Frankreich fuhren. Ne? Scheiße, teuer. Ja, okay, das war Frankreich generell, ne? Und wo dann man dann aber an die, an so eine einzelne Zapfsäule, einfach nur, die dann neben so einer Hauswand steht, wo man denkt, boah, funktioniert das jetzt alles? Dann auch mit Kreditkarte bezahlen, ne? Hat aber alles funktioniert. Also das war sehr schöner Übergang, Kreditkarte. Tanken ohne Kreditkarte wird echt schwierig, glaube ich. Wird echt schwierig. Oder so eine Tankkarte kann man sich da, glaube ich, auch organisieren. Aber Empfehlung Nummer 1, tanken, brauchst eine Kreditkarte. Grundsätzlich brauchst du in Spanien, ja, in Deutschland brauchst du mittlerweile auch sehr oft. Ja, aber guck mal, in Dänemark brauchten wir die Kreditkarte für die Stellplätze dann. Ne? Dänemark geht gar nichts oben mehr ohne. Ja, also da wollen, war das noch schlimmer. Die wollen kein Klimpergeld und kein Papiergeld mehr haben, die wollen nur noch Plastik. Ja, ja. Und Spanien entwickelt sich da auch hin, beziehungsweise das, was wir jetzt mitgekriegt haben. Also tanken auf jeden Fall, Kreditkarte und dann beim nächsten Mal, nächstes Jahr, wenn wir dann wieder fahren, Maut auch per Kreditkarte. Das ist jetzt so ziemlich, was ich jetzt hier habe. Ich habe noch einen kleinen Hinweis, ein Schmankerl am Ende des Videos, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt die Corona-Zeit genutzt und habe uns eine Homepage gebastelt. Wow.
Da habe ich die ganze Auflistung, wo wir drüber gesprochen haben, gerade auch draufgepackt. Da habe ich eine Karte, Google Maps Karte draufgepackt mit allen Stellplätzen und Campingplätzen, wo wir gestanden haben. Guck da mal rein. Guck da grundsätzlich mal rein und sag mir Bescheid, ob das irgendwie funktioniert. Oder wenn was nicht funktioniert, dann wäre ich sehr froh darüber, dass ihr, wenn ihr mir da ein paar Hinweise geben würdet. Es sollte zwar alles funktionieren, aber gut. Die ist jetzt auch noch nicht rappevoll oder da ist jetzt auch keine Millionen Blog-Einträge, ja. Also ich habe da jetzt ein bisschen das Spanien verarbeitet. Egal, einfach mal reingucken. Homepage schreibe ich unten rein, da ist die zu erreichen. Und meldet euch, wenn da irgendwie ein Futsack drin ist oder sowas. Da blinkt der rot. Ja, Akku. Okay. So, das war's. Das letzte, was du da aufgeschrieben hast? Ja. Thema Dampfen oder Rauchen im Womo oder auch in den Videos. Leute, Römerlandsleute, nee, Freunde, Römerlandsleute. Ja. Ganz kurz, bevor da jetzt wieder wer weiß was für Stimmung hochkommt. Wir sind, wie wir sind und wir machen das, was wir meinen. Ja. Wir sind Dampfer. Dampfen hat mit Rauchen relativ wenig zu tun. Fast nix. Das müsst ihr euch mal aber selbst woanders. Nein, aber da ist so ein bisschen meine Achillessehne vielleicht. Wir dampfen, ja. Und wir dampfen auch im Günner und wir dampfen auch in den Videos. So. Wir haben jetzt gerade auch gedampft, glaube ich. Schneide ich auch nicht raus. Es ist so, wie es ist. Wir sind halt ehrlich. Ja, wir sind transparent. So, wem das nicht gefällt, der braucht es auch gar nicht reinschreiben, weil wir hören damit nicht auf. Ja. Deswegen, der soll einfach ein Stück weiter spulen. Oder gar nicht gucken. Wir trinken auch zwischendurch mal ein Schnäpschen. Wo ist der eigentlich? Das ist so. Ja. So, wem es nicht passt, sorry. Ich verbiege mich aber, oder wir, muss ich sagen, wir verbiegen uns nicht für die Videos. Nein. Das ist ein Hobby, es soll Spaß machen und dann macht es mir auch keinen Spaß, wenn ich hier mit Skript arbeiten muss und ich weiß nicht was. Ja. Punkt. Punkt. Und Punkt. Wüsst ihr jetzt Bescheid, ne? Jo. Nichtsdestotrotz würden wir uns freuen. Daumen nach oben, ganz klar. Wenn nicht, macht einen Daumen nach unten, schreibt aber rein, warum. Dann können wir darauf reagieren. Das wäre ganz herzallerliebst. Ja, das waren unsere Erfahrungen Spanien. Schön war's. Das stimmt. Das war schön. Das war richtig schön. Ja. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir machen das Filmchen ein bisschen länger. Ist ja Corona-Zeit, habt da ein bisschen mehr zu gucken. Und wir waren jetzt relativ ausführlich. Sollten wir was vergessen haben. Was noch vielleicht interessant ist für euch, schreibt das in die Kommentare rein oder am besten schickt uns eine E-Mail. Dann können wir das alles bearbeiten. Wenn ihr spezielle Fragen habt, dann gehen die auch nicht unter. Ich würde sagen, bleibt gesund. Ja. Haltet Abstand. Macht alles das, was gemacht werden muss. Händchen waschen, Hygiene. In diesem Sinne. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Ciao.